Willkommen Leute zu einem weiteren Part von DevPro. Wir spielen heute mal wieder mit Dark Magician und ich würde gerne anfangen für eine First-Turn-Fallen-Karte, die ihn aus meiner Hand holt. Den Dark Magician, die ich auch habe, aber ich habe leider keinen Dark Magician auf der Hand. Toll. Gut, wie machen wir es? Ich würde sagen, wir holen uns erstmal hier mit dem Zepter eine Zauberkarte, die ich für Summoner Mark abwerfen kann. Das würde gehen, theoretisch. Oder ich nehme das hier. Stimmt, das geht auch. Dann machen wir es so. Die bessere Idee. Bieten das als Tribut an und holen uns einfach mal hier zweimal ihn. Und können dann die Fallenkarte aktivieren in seiner Runde. Und dann sind wir schon mal im Spiel. Man muss erstmal in den ersten beiden Zügen versuchen, ins Spiel reinzukommen. Man braucht irgendwie einen Startzug. Sprich, die Karte hier und die in der Hand. Oder auch diese Tafel und ihn hier im Grave. Das geht auch. Aber wie gesagt, man braucht irgendwie diesen Startzug. Und natürlich! Ich krieg's kotzen. So, wir holen ihn. Beschwören den Dark Magician. Und holen uns noch unser anderes Monster. Nämlich ihn hier. Und damit habe ich quasi sämtliche Plays, die ich hatte, ihm offenbart. Und er haut mir gleich alles weg mit Garunix. Toll, ne? Ich würde sagen, bevor durch Flächenschaden hier alles tot geht, mache ich den weg und hole mir... Was kannst du denn jetzt? Kannst du dich specialen? Achso, ja, das ist jetzt die Ankettung auf diese Fallenkarte. Ich könnte die jetzt specialen, aber der stirbt eh durch Flächenschaden, deswegen macht es überhaupt keinen Sinn. Wir lassen das. Das ist, glaube ich, ein blödes Matchup für mich. Gegen Garunix kann ich kaum was machen. Boah, der eine Top-Hand, ey. Die ist echt nicht von schlechten Eltern. Er hat hier den Ansturm. Er hat Twin Twister im perfekten Moment auf genau zwei Background-Karten. Das sieht nicht gut aus. Ich brauche eine Zauberkarte. Dann kann ich Castle machen und das Ding hier wegmixen, dann ist es weg. Man muss Garunix wegremoveln, unbedingt. Sonst macht er nur Stress. Okay, sehr schöne Zauberkarte. Wunderbar. Ja, du gehst ins Leere. Ich habe keine Monster. Und Summoner Monk. Upstart weg, Prisma holen. Und mit Castle hier das Monster wegschicken, weil sonst habe ich ein riesiges Problem, aber sowas von. So, komm her, Prisma. Habe ich eigentlich gesagt, dass ich mein Deck umgebaut habe? Ich habe es stark verändert. Ich bin aber immer noch nicht auf die Dark Magician Girls gegangen. Ich habe es halt mehr auf D-Mog gebaut. So, Castle. Und weg mit dir, Garunix. Der kommt zwar nächste Runde eh wieder, aber der ist jetzt erstmal weg und er muss jetzt erstmal wieder einen neuen bekommen. Und dafür muss er jetzt erstmal seinen Zug verschwenden wahrscheinlich, wenn es gut geht. Und es verschafft mir ein bisschen Zeit, irgendwas zu ziehen. Zur Not muss ich halt die Karte hier beschwören, mir die Fallenkarte wieder nehmen und dann hier von vorne beginnen. Aber bringt halt auch nicht so viel, wahrscheinlich, wenn es blöd läuft. Der Runix ist eine ziemlich ekelhafte Karte. Sie ist nicht OP, weil das ganze Deckthema nicht so heftig ist. War's mal, ist es aber nicht mehr. Und noch ein Ansturm. Yay! Alter, hat der Glück. Der hat ja die perfekte Starter des Jahrhunderts. Zweimal Ansturm und noch Twin Twister. Das ist krass. Okay, zerstör mir Castle. Oder noch ein Flammenwell-Feuerhund, okay. Ist sie so gut? Ja gut, er kann Sachen aus dem Deck specialen, muss aber durch Kampf zerstört werden. Und er ist ein relativ guter Beatstick, also gibt Besseres als den Flammenwell-Feuerhund, muss ich jetzt mal gestehen. Aber kann man natürlich spielen, wenn man möchte. So, Garunix, zerstörst du nur meine Monster oder auch seine? Wäre sehr sozial von dir.
Genau, er zerstört nämlich alle. Gut. Dann ist der schon mal weg. Das heißt, der hat mir nur ein bisschen Schaden gemacht. Und ansonsten ist er minus 1 gegangen. Das ist schon mal schön. Dann holen wir uns hier das Zepter. Und searchen uns eine Fallenkarte. Würde ich sagen. Wobei, die könnte sogar besser sein. Theoretisch. Ja, die könnte besser sein. Ich nehme mal die. Und nächste Runde hole ich mir mit dem hier den Kreis und versuche dann Geronix zu verbannen. Weil wenn er verbannt ist, ist er weg. Aber er hat noch mehr davon im Deck natürlich, aber die Anstürme werden weniger in seinem Deck und ich hoffe mal, dass der dritte Ansturm irgendwo ganz weit unten liegt in seiner Deckliste. Weil das wäre ziemlich Hex, wenn er noch einen dritten hätte. Aber gut, das ist dann halt Card Game, ne? Glück. So, 1-1 Schaden, das ist okay. Das dazu beschwören macht jetzt noch keinen Sinn. Ich lasse es mal. So, ich halte mal A gedrückt. Will jetzt erst eine Endphase machen. Nein. Sehr schön. So. Ewige Seele. Direkt aktivieren. Und ich möchte einen Dark Magician beschwören. Aus meinem Grave. Natürlich einer aus meinem Grave. Und Zepter will ich nicht machen. Aber ich will ihn machen. Und dann haben wir wieder zwei Monster. So, das ist schon mal schön. Dann kann ich jetzt Folgendes tun. Genau, ich mache so. Zepter. Searche mir jetzt einmal. Wenn ich überhaupt darf. Bitte, bitte. Lass mir den Kreis. Er wäre so wichtig. So verdammt wichtig. Okay, gut. Weil ich habe gerade einen ziemlich guten Plan. Irgendwie glaube ich nicht, dass es funktioniert. Was will ich ziehen? Ich würde gerne die Search ziehen oder... Nee, Solem. Ich will Solem. Was kannst du jetzt machen? Ach genau, stimmt, das geht ja auch noch. Manchmal ergeben hier sicher Möglichkeiten, die ich irgendwie beim Spielen erst gar nicht berücksichtigt habe. Aber ist ja gut so, ne? So, banishen tue ich jetzt aber letztendlich die Backrow, weil die nervt mich tierisch. Was ist es denn? Ach, es war ein behinderter Bluff. Wow. Okay, dann würde ich sagen, machen wir nochmal so. Holen uns noch ein Monster. Zack. Der geht leider nur einmal die Runde. Und wir beschwören auf unsere Seite erstmal einen Big Eye. Damit das Kackvieh jetzt auf unserer Seite mitkämpft. So. Her damit. Und dann machen wir noch ein XC-Play. Und zwar holen wir uns... Keine Ahnung. Der hier vielleicht. Ich würde sagen, wir greifen erstmal einfach an. Schauen, was er hat. Dementsprechend werde ich dann mal reagieren. Aber ich denke nicht, dass er das überlebt. Weil 80 Millionen Schaden auf meiner Seite. An die 10.000. Und Verbindung verloren. Nice. Okay. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem schönen Duell. Und ja, dann wird es bald die Deckvorstellung geben. Vielleicht gibt es auch noch ein Duell hiermit. Ich weiß noch nicht genau. Aber macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich mag Dark Magician, den Support. Das ist echt ein schönes Deckthema geworden. Es ist halt ein bisschen vom Anfang abhängig. Wenn man gut ins Spiel reinkommt, ist das Deck echt stark. Aber wenn man am Anfang brickt oder wenn man den Dark Magician nicht zieht oder in den Grave bekommt, ist es extrem blöd, dann noch irgendwas zu reißen, weil man kommt einfach nicht in seine Plays rein, man zieht dann 1000 Karten tot.
Und wenn man halt die ganzen Dark Magician Support-Karten zieht, aber nicht den Dark Magician, ja, ist ekelhaft. Aber das ist halt Glückssache. Deswegen wird das Deck hier nicht Meta sein, aber es wird durchaus ein schönes, starkes Deck sein. Und ja, das erinnert mich so ein bisschen an Blue Eyes, ne? Wobei Blue Eyes ja mittlerweile im OCG abräumt, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube trotzdem, dass Blue Eyes nicht hierzulande groß Meta wird. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, auch wenn jetzt einige Karten rausgekommen sind. Ich weiß nicht. Gegen so Sachen wie Cosmo, Monarchen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Blue Eyes da so viel machen wird. Im OCG wurde ja ziemlich hart genervt an den Metadecks, deswegen ist Blue Eyes aufgestiegen, aber hier wird es halt nicht so unbedingt sein, deswegen glaube ich nicht, dass Blue Eyes hier Meta wird. Aber Blue Eyes ist ja nicht unser Thema heute. Dark Magician wird durchaus ein starkes Thema sein, aber wird halt auch nicht groß aufsteigen. Vielleicht Low Meta, keine Ahnung, aber man muss halt echt erstmal ins Spiel reinkommen, damit man hier was reißen kann und dann ist das Deck recht stark. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Tschüss.